Unser Panzer hier hat circa 20 Jahre gestanden. Darum entschuldigen Sie bitte auch, dass wir da ein bisschen technische Probleme haben, bevor er in diesem Jahr dank der Arbeit unserer fleißigen Hobbykommandanten jetzt doch wieder fahrbereit ist. Danke. Ihr seid die besten Jungs. Merkt ihr, wie der Boden vibriert und das Riesenfahrzeug hier über den Platz gemacht wird? Ja, ich hoffe, er fährt gleich weiter. Ja, der Panzer 1 war ein Leichtgewicht von nur 5 Tonnen und war mit 2 Maschinengewehren bewaffnet. Er hatte eine Besatzung von 2 Mann und eine Panzerung von 1,3 cm. Dann restauriert hat und heute ist dieser Panther wieder fahrbereit, wie Sie hier sehen, und eine unserer Hauptattraktionen hier im Museum und in der Lehrsammlung. Thank you.
Ich werde jetzt nochmal auf den Hügel fahren, damit wir noch ein paar schöne Bilder machen können. Auf der Vorführfläche erscheint jetzt der T62. BMP1. Das Fahrzeug, was Sie jetzt hier über das Gelände fahren sehen, ist ein Ferret, ein Spähpanzer-Ferret.
stehe jetzt dann gleich mit dem Kampfpanzer Leopard 2A4 zu tun, der Flugabwehrpanzer Gepard, und wir werden zwei Bergepanzer sehen, den Bergepanzer M88 und den M48 Bergeschlepper. Wie die Namen uns schon verraten, stammen diese Fahrzeuge aus verschiedenen Truppengattungen. Um im Kampf den Gefechtswert der eigenen Truppe zu verbessern, gibt es das taktische Konzept des Gefechts der verbundenen Waffen. Das heißt seit 2007 Operation verbundener Kräfte, ist aber das Gleiche. Hierzu wirken die verschiedenen Reaktionen von Feuer und Bewegung der eigenen Kräfte verbessert und erhöht wird. Und der Leo 2 jetzt hier an den Eier. Also der Leo 2 ist unser großen Flugabwehrpanzer Gepard genutzt, die den Luftraum freigehalten haben. Seine 35 mm Zwillingskanone hatte eine Feuergeschwindigkeit von 550 Schuss pro Minute. Der Gepard wurde allerdings bei der Entwicklung ein bisschen schwerer, als man geplant hatte, und darum musste er auf die Wanne eines Leopard 1 montiert werden. 2012 wurde dieser Flakpanzer aus Kostengründen bei der Bundeswehr aus der Nutzung genommen. So, hier sehen wir jetzt noch einmal sehr schön, wie der Flakpanzer den Luftraum überwacht und der Leopard 2A4 jetzt seinen Kampfeinsatz durchführen kann.
Gehört dazu.